Am südlichsten Punkt Afrikas ist Karneval kein Fremdwort. Zum Jahreswechsel zelebrieren dort viele Tausende Colored den Karneval der Minstrels oder auch Kapse-Klopse, wie er auf Afrikaans genannt wird. Das fröhliche Treiben geht auf eine traurige Ära zurück. Schon vor 100 Jahren feierten die Sklaven am Kap den Jahreswechsel enthusiastisch, denn Neujahr war ihr einziger freier Tag. Die Afrikaner bewahrten in diesen Neujahrsfesten Reste ihrer Traditionen. Aber auch Arbeiter aus dem asiatischen Raum, die heimischen Khoisan und niederländischen Kolonisten lebten schon lange in der Region. Aus ihnen entstand eine ganz eigene Gemeinschaft und Ethnie, die Colored, mit Afrikaans als eigener Sprache und einer eigenen kulturellen Identität. Dann kam die Sklavenbefreiung. An die Ende von der Jahr, am 31. Dezember, und endlich auf die erste ist die Sklaven freigelassen. Und dann auf die zweite Tag nach der Freilassung von den Sklaven, die freigelassenen Sklaven het toe nou spontaan in die straten van Kaapstad gaan masseer. En dit was die begin van klopse. En wer die heutigen Minstrels besucht, findet eine traditionsreiche Karnevalskultur vor. Die Uniformen haben entfernte Anklänge an die Kolonialzeit und die Musik speist sich aus den Impressionen der amerikanischen Minstrel-Gruppen des 19. Jahrhunderts, die auf ihren Tourneen auch in Südafrika Halt machten. Die Colored Community hat daraus einen ganz eigenen bunten Stil entwickelt, der bis heute in den vielen Gruppen gepflegt wird, die sich entsprechend ihrer Tradition immer noch Minstrels nennen. Ihre Bedeutung für die Kultur und Identität der Colored ist kaum zu überschätzen. The Minstrels played a very vital role in my development as a person. My roots, I grew up in the scheme, in the poor areas, in the rural areas. The only entertainment, and huge, Wellington is one of the few towns, and I think in the world, that has this wonderful musicians, history of musicians, and the minstrels. It's now 100 years old. So as ons na Wellington toe kom, dan sê ons die klopse Wellington is vir jare 100 jaar oud. En dis natuurlik 'n besonderse prestasie dat dit die enigste dorp is buite die Kaapse Skiereiland waar ons georganiseerde klopse het. Auf dem Weg nach Wellington und zu seinem historischen Karneval sehen wir das heutige Südafrika. Ein moderner Staat, nicht erst seit der WM 2010. Das Land entwickelt sich, die Wirtschaft floriert, der Wein zieht Touristen aller Herren Länder an. Aber noch immer klafft eine Schere zwischen Arm und Reich. Noch immer leben viele Menschen in Townships. Doch fragen wir bei Ihnen nach den Minstrels, dann kennt hier jeder, auch im Township, die Namen der einzelnen Minstrel-Gruppen der Stadt, wie aus dem FF. All of Youngsters. Okay. It's not only singing, dancing, there's the rest, Die Karnevalsgruppen haben ihre Übungsräume in der ganzen Stadt, wie etwa die Superstars hier in einer Garage. Für uns haben sie sich heute in Schale geworfen. Ihr Repertoire reicht von den Minstrel-Klassikern bis zu Pop. Ihre Mitglieder stammen aus allen Schichten. Ja.
gaan ons nog in de bij die klopse en zo. Nou sê hulle misschien of jou kijkie, is misschien nou 30 rand fooi. Sien? En dan so, hulle koop hulle so aan. Op hulle maak so, hulle hou funksies. Ja. En dan koop hulle, ja. Hulle steen hulle, koop hulle borre, kost 30 rand. Ja. Alhoewel, misschien een keer, iemand moet toch maar. Dit is een wat daar ja deed. Ja. En ek is sterk mense, nie sterk mense, maar mense wat gelukkig hoe. And also, I mean, if you just look at the clothes that they are wearing, someone needs to make it. Someone needs to buy it. So it's rather expensive. That's a way. And that's also when they walk around to different houses to get to ask for money. Not physically, they won't ask you for money, but if they perform at your house, you know, it's an institution, you need to pay them. Wellington ist eine Kleinstadt im Western Cape, wie jede andere auch, mit all ihren Problemen, von denen die Jugendarbeitslosigkeit nicht das geringste ist. Wellington ist aber auch Heimat eines ganz urtümlichen Karnevals der Coloured Community und beschäftigt jung wie alt in unzähligen Gruppen das ganze Jahr über. Die Youngstars haben heute Chorprobe. Ihr Name ist mehr als nur ein Wunschtraum. Nicht wenige nationale Musiker haben ihre Karriere hier in den Minstrel-Gruppen der Stadt begonnen. Realize from a young age, it's organizational skills that these people to organize a minstrel carnival. It is about costumes. It is about musicians that needs to practice. It is about meetings. It's about the ordinary factory workers, but they're giving them money to be able to let this go. Minstrel-Gruppen spielen im Gemeindeleben Wellingtons eine extrem wichtige Rolle. Anders als die Sportvereine sind sie viel stärker generations- und klassenübergreifend. Teil einer Minstrel-Gruppe zu sein, das bedeutet ein großes Engagement, aber auch ein hohes Prestige. Denn natürlich blicken alle Gruppen auf einen einzigen Termin am Jahresende. Die Minstrels erwartet neben dem ausgelassenen Feiern auch ein Wettkampf der Besten. Jede Minstrel-Kapelle, jeder Einzelne gibt sein Bestes, sich auf diesen Tag vorzubereiten. Die Gruppen kennen keine Ferienzeiten. Und nicht nur die Minstrels arbeiten auf Nouveau-Jahr hin. Hinter dem Event steht eine Wertschöpfungskette, die viel weiter reicht. Denn die Kostüme sind aufwendig und werden fast durchgängig von Hand angefertigt, bis ins kleinste Detail. Jede Gruppe hat ihre eigenen Farben. Das leuchtende Orange etwa ist Markenzeichen der Superstars. Die Minstrels in Wellington sorgen also neben dem sozialen Aspekt auch direkt für Arbeitsplätze. Dazu kommen die Instrumente, die gekauft, gepflegt und repariert werden müssen. Auch das ist ein wichtiger Teil des Karnevals in Wellington. Oft gehen Instrumente durch die Generation von Vater zum Sohn über, denn viele der jungen Musiker können sich neue Instrumente gar nicht leisten. Manchmal geht das auch nur gemeinsam. Dann legt die Gruppe zusammen oder sammelt Spenden. Und dann ist der große Tag da. It's New Year. Yes, it's New Year. All the streets are full of life. En ek moet julle baie eerlik sê, dit skok met julle waar ek kom in Suid-Afrika en selfs Oos-See.
Neujahr in Wellington ist die Zeit der bunten Farben, der wirbelnden Rhythmen und der ausgelassenen Feiern. Wellington wäre ohne den Karneval nicht die Heimat so vieler Musiker und Künstler geworden. Es ist eine wahre Talentschmiede. Das neue Jahr bringt es an den Tag. Aber bei aller Moderne vergessen die Minstrels nicht ihre Traditionen. Viele der Songs sind 100 Jahre alte Klassiker im Repertoire und werden auf Afrikaans gesungen, also in der Sprache, die im Apartheid-Regime eine unrühmliche Rolle gespielt hat. Heute hat Afrika 11 offizielle Sprachen, aber Afrikaans ist für die Colored eine Frage ihrer eigenen Identität. Afrikaans has been taken away from me. My identity has been taken away from me. And it was a journey for me and for a lot of people to say, this is my land, this is my language, and we share it in South Africa. And it's again so sad for me that the world see Afrikaans as an apartheid language. It was only a language that's been used by the oppressor to inculcate dehumanized practices. But it was not the language only of them. It was a language of the people. Heute Abend hat sich bei den Superstars ein besonderer Gast angekündigt. Gabriel Adams, einer der Veteranen des Wellington Carnivals. Oh, I don't want them to participate and to be angry or cross with others when they don't get trophies. They must think about the community. We must serve the community, you see. It's talents to serve the community. Nou, Omgawi Adams verteenwoordig die tweede geslag van Klopse in Wellington. Sy pa, sy opa, so eintlik is sy derde geslag. Sy opa het begin met Klopse en hy het as 'n jong seun dat hy begin betrokke raak daarbij vir baie jare, een van ons top trompetspelers. Ek sien 'n paar foto's hier so. Some of the photos he used, he had a registered name, the Minstrels. And then he said, the Minstrels present the pirates or the Indians or the Sotsie Boys or the Springboks. Ganz im Sinne dieses internationalen Kulturaustausches bereiten sich die Wellington Minstrels auf einen Besuch in Deutschland vor. 2013 werden sie zu Gast in Köln sein. My pa het oekgebrou. En my boeta maak hier groot geld.